Gibt es eine Vielfalt an Geschlechtern oder ein drittes Geschlecht? Man kann an die Frage so herangehen, dass man erstmal das biologische, körperliche anschaut und dann das subjektive, also wie die Menschen selber sich empfinden. Das sind so die zwei Aspekte. Vom biologischen her ist die Sache eigentlich eindeutig. Es gibt zwei Geschlechter, das ist, auf dem fußt die Menschheit. Und das ist auch genetisch bedingt mit XX-Chromosom bei Frauen, XY-Chromosom bei Männern. Und hier gibt es eine Reihe von Störungen, die sogenannte, der Formenkreis der intersexuellen Störungen. Das ist also eine Entwicklungsstörung der Geschlechtsorgane. Und diese Störung geht meistens einher mit anderen Störungen, also sogenannten endokrinologischen Störungen. Das betrifft die Hormone und den Stoffwechsel oder auch andere Wachstumsstörungen und so weiter, die meist auch behandlungsbedürftig sind, nicht immer. Der weitaus größte Bereich dieser intersexuellen Störungen ist zuordnenbar. Das heißt, diese Menschen sind nicht sozusagen genau 50-50, weder Mann noch Frau, sondern sie sind so von ihrem Aussehen her, gehören sie einem der beiden Geschlechter an und finden dort auch ihre Identität. Es gibt einen ganz kleinen Bereich von Intersexualität, wo das so ist, dass man tatsächlich das nicht einem Geschlecht zuordnen kann, biologisch. Das sind sogenannte Mosaik-Syndrome, wo sozusagen die einen Zellen sind weiblich, die anderen männlich. Und das sind aber 1 bis 2 Geburten auf 10.000 Geburten. Ja, da haben Sie gerade mal in Österreich ungefähr so 12 Geburten im Jahr, wo das so ist. Und bei diesen Babys geht man so vor, dass man ihnen ein Geschlecht zuweist. Das macht man in Absprache der Eltern, mit den Ärzten, Psychologen. Und damit das Kind zunächst mal in einer Identität heranwachsen kann. Das wird dann psychologisch begleitet, das Kind, und später kann das Kind das auch noch mal reflektieren und schauen, ob das für es passt. Diese Vorgehensweise halte ich für richtig, weil sie kriegen ja nicht einmal eine Kindergartengruppe in ganz Österreich zustande für solche Kinder. Und man kann nicht aus ideologischen Gründen jetzt solche Kinder in einer dritten Identität erziehen, die es so nicht gibt, in denen es sich sozial auch gar nicht wohlfühlt unter den anderen Kindern. Insofern ist das eine, wäre es doch ideologisch, den Kindern diesen Weg zu nehmen. Also im biologischen Bereich gibt es zwei Geschlechter. Jetzt kommen wir zu dem subjektiven Bereich. Und da können wir das mal kurz durchgehen. Zum Beispiel die Homosexuellen. Homosexuelle zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich zum gleichen Geschlecht sexuell hingezogen fühlen. Das ändert aber gar nichts an ihrer Geschlechtsidentität. Ja? Also ich habe noch keinen Homosexuellen getroffen, der gesagt hat, ja, ich liebe Männer, aber sagt, deshalb bin ich kein Mann. Ja? Also das stellt die Zweiteilung der Geschlechter nicht in Frage. Dann gibt es zum Beispiel die Transsexuellen. Die zeichnen sich dadurch durch den intensiven Wunsch aus, dem anderen Geschlecht zugehören zu wollen. Die fühlen sich so, wie wenn sie dem anderen Geschlecht zugehören. Sind da dafür teilweise sogar bereit, schwerwiegende Eingriffe wie hormonelle Behandlungen, Operationen in Anspruch zu nehmen. Und diese Leute stellen auch kein weiteres Geschlecht dar, sondern durch ihren Wunsch, dem anderen Geschlecht zuzugehören, bestätigen sie eigentlich die Zweiteilung der Geschlechter. Und dann gibt es noch Leute, die so rein subjektiv sagen, ja, für mich ist das nicht so klar und ich bin so, ich fühle mich einfach so oder ich fühle mich einfach so. Und erstens sind das nur sehr, sehr wenige. Und dann ist es auch so, dass wenn man die genau hinschaut und mit denen bespricht, dass sie sehr wohl dann letztlich fluide zwischen diesen Polen sich empfinden und nicht auch genau in der Mitte. Ja. Es ist so ein bisschen wie Tag und Nacht. Man kann natürlich behaupten, ja, das ist einseitig, es gäbe nur Tag und Nacht. Es gibt ja noch die Dämmerung und verschiedene Bereiche der Dämmerung, wo man auch gar nicht weiß, gehört das jetzt zum Tag oder zur Nacht. Und es gibt Sonnenfinsternisse, ist das eine Tagsituation oder eine Nachtsituation. Und das heißt, man neigt heute dazu, Randphänomene so zu hypen, um die
klaren Unterschiede sozusagen wegzudefinieren.